Das war mein Fidget Spinner. Ja. Ich weiß nicht, ich wollte mir auch so ein Teil kaufen. Willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich begrüße euch, meine verehrten Fans und Freunde, die dieses Video schauen. Ja, wir haben aufgehört, als der 28. Genau, es war das Geisterfest oder so. Ja, richtig. Und dann haben wir aufgehört zu spielen. Genau, das heißt, jetzt haben wir den letzten Tag des Herbstes. Und ja, schauen wir uns doch mal so um, was es hier so gibt. Erstmal eine neue Vogelscheuche, die wir uns gekauft haben. Die könnten wir eigentlich hier hinstellen. So. Ansonsten ist hier nichts weiter fertig. So zum Ernten? Nein. Ich werde es hier auch nicht gießen, weil das bringt ja eh nichts mehr. Morgen ist alles verkammelt. Das Gießen wäre nur die reinste Zeitverschwendung. So ist es eben. Ich wollte eigentlich kein Heu einsammeln, aber ist egal. Können wir für die Kuh nehmen. No, ja. So. Ein Zuschauer, ich begrüße dich. Ich versuche 100 Abonnenten zu erreichen. Aber ich glaube, du hast mich schon abonniert, denn meistens gucken mich ja die, die mich abonniert haben. Ja, falls nicht, schäm dich was. Solltest dich schämen. Naja, gehen wir erstmal zum Schmied. Erstmal machen wir das hier weg. Ach, die verkaufen wir auch mal so. Ich habe jetzt keinen Bock nochmal in den Stall zu rennen. Und die Milch in den Käseautomaten zu geben. Von daher. So, erstmal das aufsammeln hier. Wir müssen noch Linus finden. Kann doch nicht sein, dass er einfach so verschwindet hier. Geht doch gar nicht. Das machen wir, glaube ich, zuerst. Wir gehen erstmal Linus finden. Düdüdüm. Da, da, da. Ah, der Soundtrack. Ich frage mich, wie die Musik so im Winter sein wird. Da wird die Musik bestimmt ziemlich cool. Versteht ihr? Cool. Ja, cool. So, Linus, wo bist du denn? Bist du hier oben bei deinem Zelt? Ja, tatsächlich. Hier. Mein Korb, danke dir. Das bedeutet mir viel. Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir, bitte. So. Das haben wir also jetzt durch. Ohne eine Belohnung. Kein Geld. Hallo, Schicky Shiny. Oh, da ist eine blubbernde Stelle. So. Moment mal. So. Erstmal das gemacht hier. Um die CPU-Auslastung zu reduzieren. Komisch, meine CPU ist nur zu 27% ausgelastet. Na, ungefähr 30%. Und trotzdem stellt es sich manchmal total dämlich an. Ein Zwergwels. Den habe ich noch nicht. Habe ich den schon mal gefangen? Weiß ich gar nicht. Na. Ich überlege gerade, ob wir uns nicht einfach eine Angel kaufen sollten, denn im Winter können wir eh nicht so viel machen. Da dürfte Angeln eins der wenigen Sachen sein, die wir machen können, glaube ich, oder? Mal sehen. So ist das eben. Zwei Zuschauer, ich begrüße euch beide. Das läuft schon mal besser als gestern. Gestern war alles tot, weil ich um 9 Uhr morgens gestreamt habe. Und alle noch geschlafen haben, glaube ich. Naja, ich war letztens bei einem coolen Konzert. Ich habe Mark Forster live gesehen. Mega geil, hammermäßig. Kann ich euch nur empfehlen. Mega gut. Die Band, es war einfach alles so hammer. Ich war schon so lange nicht mehr auf einem Konzert. Und es war so super.
Die hatten Trompeter und Posaunenspieler, Schlagzeuger, alles, also es war halt live. Live ist halt besser als. Live ist halt einfach das Beste der Welt. So. Und wenn es dann auch noch gute Live-Musik ist, dann ist es noch besser. Denn gute Live-Musik ist besser als schlechte Live-Musik. Nicht wahr, Kinder? Boah, wie lange ist denn dieses Sprudeln hier noch, Alter? Das ist ja eine Goldgrube. Ich verstehe, also ich persönlich würde nicht zu solchen Konzerten gehen von irgendwelchen DJs wie David Guetta oder so, zum Beispiel, weil ich finde, das ist nicht authentisch. Die könnten einfach auf Play drücken und das abspielen und ja, man geht da quasi, also meiner Meinung nach geht man da bloß hin, um die Stimmung mitzukriegen und halt die Lichtshow zu sehen. Aber das ist für mich nicht ausreichend. Ich möchte auf ein Konzert gehen, wo ich die Musik höre und wo auch Talent zu spüren ist. Und das war bei Mark Forster der Fall. Sehr genial, war es auf jeden Fall. Nur die Parkplatzsuche war mal wieder ein Chaos. Obwohl es hier in meiner Stadt war, wo ich wohne, ich hätte auch laufen können, aber ich Idiot dachte mir so, ich suche mir mal einen Parkplatz. Wird bestimmt nicht so schlimm. Nein, es wird sehr schlimm. Mark Forster war sehr gut. Willi, du kannst ein bisschen zurückspulen und dann habe ich das schon mal erklärt. Kann man hier zurückspulen? Ich glaube ja. Kann man. Hey. Nein. Mark Forster war sehr geil. Live, alles super. Kann ich nur empfehlen. Geht dahin. Besucht die Tour. Oh, ein Dinosaurier-Ei. Dinosaurier-Ei. Alter, wann hört das hier unten endlich mal auf? Das ist ja Wahnsinn. Ich fange hier tausende Fische, Alter. Ich werde reich, glaube ich. Ich fange den Teich hier leer. Das wisst ihr aber. Jetzt ist es weg. Gut. So, erstmal gucken, ob hier irgendwas gebraucht wird. Ich habe einen Karpfen nochmal und einen Zwergwels. Bevor ich hier wieder irgendwas verkaufe oder so. Man weiß ja nie. Da, Zwergwels stiften und den Forellenbarsch auch stiften. Ja. Ab ins Center. Bevor ich es wieder vergesse, alles verkaufe und mich dann wieder ärgere, warum ich es verkauft habe. Ja, so bin ich. So bin ich. Achso, ja, und die ganze Zeit stehen, das war schon ziemlich anstrengend, aber es war egal. Man geht da ja nicht jeden Tag hin. Sicherheit war auch sehr genau, also ich wurde sehr kontrolliert, sehr, sehr ausgiebig kontrolliert. Das fand ich gut. Sicherheit muss sein. Aber ich meine, es bringt ja alles nichts. Man kann ja so viel kontrollieren, wie man möchte. Es braucht ja bloß einen Idioten geben, der mit dem LKW durch die Männer gerast und dann haben wir wieder den Salat. Das ist ja leider so. Man kann sich ja nicht mehr, man kann ja nirgendwo sicher sein. Aber deswegen sollte man sich nicht beeinträchtigen lassen. Es könnte jetzt ein Terroranschlag genau in meiner Stadt passieren. Und ich würde trotzdem zu Konzerten gehen, wäre mir sowas von scheißegal. Deswegen, ich meine, wenn es passiert, dann passiert es halt, mein Gott. Oh, was ist das? Zitronenstein. Lehm. Also Dreck. Was ist das denn? Esperit.
Ja, ab zum Museum, würde ich mal sagen. Ich habe Zeug für ihn. Zeug. Ach, das Museum erinnert mich immer so an Animal Crossing. Das ist Wahnsinn. So. Erstmal das Dinosaurier-Ei. Zitronenstein. So. Da-da-da-da-da-da. Da-da. Da-da-da-da. Ein riesiges Ei. Ist ja interessant. Man kann zu jedem Stein nochmal was nachlesen, ist ja der Hammer. So, immer noch 91 Abonnenten. Da bleibt es anscheinend auch erstmal stehen. Das ist aber kein Problem für mich. Ich habe ja Zeit. Irgendwann kommen die 100 schon. Dann ist das ja alles. Irgendwann kommt das schon. Hallo, Enrico. Irgendwann, wenn ich die 100 Abonnenten habe, dann ist das schon. Gut. Oh, unser Zeug ist fertig. La 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 la. Eine Muschel, eine Brille, ein Hummer. Ein Hummer, ja. Ein Hummer. So, dann machen wir die wieder rein. Und Köder. Zack, zack. So, ach, falsch so. Nun gut. Verkaufen wir mal unser Zeug. Außer den Hummer. Den Hummer können wir, glaube ich, spenden, oder? Ach, das war ja schon hier bei diesen, oder? Oder nicht? Oder doch? Ja. Den Hummer können wir auch verkaufen. Und ich würde sagen, wir verkaufen das Zeug gleich hier. Oder? Ja, doch. Es bringt, glaube ich, das ist, glaube ich, das gleiche Geld, was man dafür kriegt. Nur halt, dass man. So. Dass man halt dasselbe hat. So, und die Angel kostet 7500. Nehmen wir. Bleifischköder, ja, nehmen wir auch. Fallenfischköder. Erhöht die Beißrate. Entkommen langsamer. Ich glaube, das ist das Beste, oder? Obwohl, nee. Das sind ja nur Köder. Naja, apropos Köder. 20 Stück bitte. Danke. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, nee. Ah, okay. Wird der Köder denn verbraucht, wenn man den benutzt? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Erstmal Seetang geangelt. Schön. Nein, der Köder wird nicht sofort verbraucht, aber er hat anscheinend auch so eine Leiste, die verbraucht wird. Das ist sehr interessant. Er ist nicht zu Hause. Hallo. Ja, Pflanzen gießen nicht vergessen. So. Schauen wir doch mal, was es hier so an dem schwarzen Brett gibt. Heute ist nichts. Forellenbarsch habe ich eben verkauft. Mist aber auch. Hätten wir das doch bloß vorher gewusst. Hätten wir das doch bloß vorher gewusst. Sardelle. Topaz. Das machen wir mal in den Müllautomaten. So, dann gehen wir mal wieder zu unserer. Oh, schaut mal. Ist es die Harte?
Es verdoppelt immer das Mineral. Sehr, sehr wertvoll. Auf jeden Fall. Das kommt weg. Nein, wir behalten das erstmal im Inventar. Ist kein Problem, wir können es behalten. So. Ja, das ist alles gut. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen in den Wald. Könnten eigentlich... Jetzt wäre eigentlich die perfekte Zeit, um unsere Gießkanne zu verbessern, weil wir haben ja eh gleich Winter. Morgen werden die Pflanzen eh alle vergammeln. Also ich glaube, man braucht aber 5 Kupfer dafür. Glaube ich zumindest. So war das doch, oder? 9.40 Uhr. Zack, zack. Naja, gehen wir mal in die Mine. Können wir eigentlich. Wie waren eigentlich die Bomben? Wie craftet man die nochmal? 4-mal Eisenerz, 1-mal Kohle. Wir haben ja jetzt auch genug Sprinkler. Und genug Eisenerz sowieso. Mal davon abgesehen. 5. 5 Bomben. Danke. Vogelscheuche kommt weg. So. Und die Bombe kommt hier auch rauf. So. Ja, oder halt so, ist mir auch egal. Wir gehen in die normale Mine, habe ich so beschlossen. Obwohl wir ja auch kaum Energie haben. Das sollte man vielleicht mal... Kann man die essen? Ja, kann man tatsächlich. So. Ist die Haselnuss? Ich weiß zwar nicht, wie man die ohne Nussknacker oder sowas essen soll, aber scheinbar funktioniert das. So, ich glaube, in den niedrigeren Ebenen hat man, glaube ich, so Kupfererz und so. Dich gar nicht gesehen, kleiner Fratz, du. So. Ich muss schon wieder niesen. Verdammte. Oh Gott. So, das war Kupfererz. Jetzt die Frage, wo ist die Treppe? Where is the staircase? Or the ladder? Oh, ich glaube, ich habe da gerade was umgebracht. Pff. Das sollte wohl nicht passieren. Come on, come on. Wo ist die Leiter? Da, so. Jetzt ist die Frage, wo ist das Kupfererz? Na? Wer weiß es? Keiner. Kupfererz. Wer weiß es? Keiner. Quarz. Da ist Kupfererz. Bam, bam. Quietsch. Oh, die machen auch Schaden. Wusste ich gar nicht. So viel Steine, aber so wenig Kupfer. Ich glaube, wir müssen nochmal 10 Ebenen tiefer. Dann haben wir bestimmt mehr Glück. Oh. Ja, oder gleich hier hin. Da seht ihr gleich 3 Stück. 4 sogar. Sah nach 3 aus, aber es waren wohl 4. Gehen wir mal Ebene 45. Nee, das ist schon wieder falsch. 35. Oder nee, es gab doch in diesen Lava-Ebenen total viel. Oder war das da Golderz? 55, 65, 75, ja, 85. Gab es hier nicht mega viel Kupfererz und so? Gab es hier nicht generell viele Erze? Ja, hier gerade nicht. Dreck. 95.
Kupferbarren droppen die aber, das ist gut. Von daher ist mir das auch egal. Zack, Feuerquarz. Kein Platz im Inventar. So. Zack, 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 zack. Zwei Treppen haben wir hier. Schön. Manchmal haben wir keine, manchmal haben wir eine. Drei sogar. Puh. Oh, ein Schuh. Kampfstiefel. Wegschmeißen. Nee, die brauche ich nicht. Oh. Jetzt kommen die Monsters. Nicht mit mir. Um gleich um das mal klarzustellen. Ich will nicht von den Fledermäusen umgebracht werden. Ja, das gibt ja schön viel Steine. Oh, es wird spät. Naja. Ab zur Mine. Ach, ab zur Mine. Ab zum Haus, meine ich. So. Das war ein langer Tag. Ja, ja. Ein Tag geht immer so 20 Minuten anscheinend. Das ist schön. So, morgen wird dann die Gießkanne verbessert. Oder generell Werkzeuge werden verbessert. Ich kann ja auch noch meine anderen Sachen verbessern. Wie zum Beispiel irgendwas mit Eisen. Haben wir ja auch ein bisschen was. Mal sehen, es wird auf jeden Fall sich lohnen. Die können wir wegbringen. Die behalten wir erstmal. Das kommt weg, das kommt weg. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das noch nicht. Das kommt in die Truhe. Das kommt alles hier rein. Ah, halt, die Kohle kommt noch hier rein. So. Gut. Ab ins Beet. Das gab bestimmt viel Geld für uns. Naja. Das Fischen hat... Achso, wir haben ja das meiste verkauft. Wir haben ja das meiste direkt an Willi verkauft. Von daher ist es ja egal. Wie das so ist im Leben.